Konsti, Jan Michele und ich haben das organisiert. Anni mit, auch. Und Anni auch, selbstverständlich. Mit hervorragender Hilfe von Heide haben wir auch für so gut wie alle, außer die Person, die nicht da ist, die auf dem, in dem Umstand Most Missed sich befindet, haben wir für alle Urkunden bekommen. Und zwar hat Heide die gemacht. Schau das nochmal da in die Richtung. Und wir haben gar nicht aussehen. Ja, Most Missed. Ihr habt ja dafür abgestimmt. Und der Gewinner ist, was denkt ihr? Ist es Rivka? Es ist Rivka. Oh, Benno, wo bist du? Wir haben den Award für die Highest Hopes. Die Highest Hopes? Highest Hopes. Nee, willst du mich verarschen? Der lest die hier feierlich vor und dann holt jemand die ab. Wir können auch den nächsten nehmen. Nee, ich meine, das ist mein Freund. Das ist so demonstriert, dass der Blitz drin. Oh Leute, nominiert für Highest Hopes waren. Ah, die machen Dings wie Oscar. Ja, ja, klar. Hey, wir haben keine Generalprobe gemacht. Nominiert für Highest Hopes waren folgende vier Spieler. Wir haben hier noch vier. Niki, da hinten, Anni, hey. Bob Tage, wo zur Hölle steckt Bob Tage? Hey. Marley! Und ich glaube, das ist Rick, aber Jan? Hey! Und der Sieger in der Kategorie Highest Hopes ist Bob Tagel! Hast du getwittert? Oh mein Gott, Jesus Maria! Oh mein Gott. Oh. Ey, das ist spannend hier. Sick. Wir haben Most Active. Selbstverständlich. Eine Liste sogar. Wer die aktivsten Spieler sind. Aller Zeiten. Aber bei jedem. Also die aktivsten. Ja. Naja, also nein, es gibt nur eine Nummer 1. Aber ich kann einmal vorlesen, was ich so rausgefunden habe, als ich das recherchiert habe. Es gibt nämlich keine Nominierten, aber ich weiß, wer gewonnen hat. Folgendermaßen, die meisten Turniere hatten, also das Schlusslicht in dieser Auflistung mit Leuten über 70 Turnieren bin ich mit 70. Dann Konsti und Julian mit 79. Asen mit 85. Wow. Dann Kevin mit 94. Wow. Und dann Alex mit 104. Wow. Ach so, von allen hier? Ja, ja. Also wer von allen Turnieren? Ich dachte schon, von allen. Und dann von allen Turnieren in den letzten, ich glaube, 5 Jahren oder so, die allermeisten halten ihn oder Rivka. Benno mit 110 Turnieren. Benno, wo? Schon wieder. Benno meldet sich. Nee, du warst unterschiedlich auf jeden Fall. Der Award für den aktivsten Spieler geht an Helmut und Benno. Und auch hier für Benno. Benno, irgendwann wirst du das sehen und wirst dich richtig tot ärgern einfach. Das kann nicht sein. Du musst herkommen. Du musst herkommen und sie abholen. Guckt der zu Rat oder was? Hey, zumindest Wort. Okay, nächster Award, Biggest Upset. Wir haben bei diesem Award schon Biggest Upset und keine Ahnung, der dollste Spieler, die heißt auch. Haben wir aktuelle Ereignisse genommen? Ihr wart ja dabei, ihr habt ja abgestimmt. Und das größte Upset ist, wir haben nominiert, Marley besiegt Maxi. Dario besiegt Maxi und Marius nacheinander. Anni entledigt sich Opis. Und Maxi besiegt nicht nur Konzi, sondern gewinnt auch das gesamte Turnier.
Aber die Gewinnerin ist Anni. Applaus für Jonas.
Küche gibt es Donuts. Oh, sehr nice. Wir müssen aufpassen, wir essen heute wahrscheinlich nicht so viel in der Küche. Der Donut Award geht an Alex. Hey! Danke, Donuts. So, jetzt sei. Ey, hat irgendjemand mit Benno zu tun? Die lassen wir übers Zoom kommen. Ja, Julian. Oder? Julian, halt. Aber Julian kommt, der kommt erst Weihnachten. Wir kriegen das so nicht. Kannst du das Benno, kannst du das Julian Weihnachten mitgeben? Ja. Okay, cool. Sterni. Hey! Wieso gibt den Sterni meiner Wort nicht Sterni, Mann? Weil er auch nicht ist. Ja, Dario kommt zu 45. Ja, wenn wann war der denn? Dario, gibt es eine Neuigkeit? Gibt es bei den anderen, bei den Ace und den anderen noch eine Neuigkeit? Haben wir irgendwas geschrieben? Ich will die halt ungern die queuen, aber so, wenn sie einfach da sind. Kannst du schreiben? Was, Jan? Discord, fragen? Achso, Ace und. Habt ihr was geschrieben? Ja, wenn die halt sagen, ich komme zu spät, dann kann das halt eine halbe Stunde, das kann zwei Stunden sein. Wenn er schon sagt, ist auch für mich ist er nicht der erste. Braune, willst du das zum Transport? Nicht aller spätestens für den Vor. Hast du Besiede? Ja, das ist auch für die Besiede. Ich habe noch ein Schimmel. Und dann haben wir Entschuldigung, eine Ansage muss ich noch kurz machen. Ja, einmal kurz, es betrifft das Level der Lautstärke in dieser Venue. Oh, gut, das entscheidet. Während wir mit großer Begeisterung immer laut sind und den Hype verbringen, gab es in der Vergangenheit leichte Beschwerden über die Lautstärke. Vor allem versuchen wir so ab 10 Uhr es hier so leise wie möglich zu halten, wenn wir draußen sind. Hier drin. Wenn ihr merkt, irgendwie es kocht krass über, versucht euren Hype etwas gedämpfter auszudrücken. Bisschen Tennis-Hype und draußen wirklich ab 10 Mucksmäuschen still, sonst kriegt ihr Ärger. Ansonsten seid so hype, wie ihr könnt. Respekt an die Nacht von Linus. Okay. Respekt, ihr Alter. Du brauchst den Umschlag, du hast den zweiten Umschlag nicht. Ja. Also, du hast den einen. Für dein Abgepackt. Okay, passt. Ich weiß nicht, ob man das Mann, ey, machst du wirklich gleich.
sonst. Ja, das war halt. Ja, wollen wir den Fernseher mal.